Wir haben uns gerade getroffen, rein zufällig. Super, ja. Gut. Und also du kommst da schon klar, also das ging für dich schon, dass du die Belastung durchs Studium so ein bisschen aufteilen konntest. Genau, ich glaube, man muss halt ein bisschen wissen, was auf einen zukommt. Dass man sich einfach am Anfang ins Zeug legen muss, das ist gar keine Frage. Für mich war es dann toll, gerade auch mit dem Praxissemester. Also ich musste jetzt tatsächlich nur 25 Stunden pro Woche arbeiten über den Winter. Ja. Das hat mir viel geholfen, weil da war einfach eine 35 oder sogar 40 Stunden Woche unrealistisch. Ja. Also ja. Das hätte ich einfach nicht gepackt. Und ich dachte, vielleicht muss ich es auf 2 Semester verteilen, aber da war dann die Hochschule so nett zu mir und sagte, ja, ich darf 25 Stunden, wenn ich die gut durchziehe und eine gute Stelle habe, wo ich viel lernen kann, viel mitnehmen kann, dann ist das in dem Fall ausreichend. Man kann ja auch sagen, also dadurch, dass ich jetzt viel auf dem Rad unterwegs bin, ist natürlich meine Praxiserfahrung technisch ja da auch schon immer so ein bisschen vorhanden. Also es ist ja nicht so, dass Radfahren nur Sport ist, sondern wir haben ja auch viel Setup und so weiter und gerade so mit Hebelarm und Drehzahl und Newtonmeter und Drehmoment, ne? Das ist ja alles auch schon so ein bisschen Praxisanwendung dann auf dem Rad. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.